bei Was Wir? Im letzten Video hat uns El Gran Maya und Bloop angegriffen, aber wir konnten entkommen und jetzt sind wir hier auf dem See gestrandet, Mann. Wir sind jetzt auf unserem Boot. Aber nicht sicher. Deshalb müssen wir jetzt unbedingt die Drohne starten, damit wir ganz genau wissen, wo sich El Gran Maya und Bloop befinden. Guckt euch mal um, Tom. Schau dir mal alles an. Wir sind ganz Menschen, Seelen alleine. Niemand ist hier außer wir und die Drohne, Mann. Und weißt du, warum hier niemand ist? Warum? Alle sind abgehauen. Aber wir, Was Wir, bleiben natürlich da, haben die Drohne ausgepackt und werden sie jetzt starten. Ihr schaut das Video jetzt auf jeden Fall bis zum Ende und dann werden wir zusammen mit euch jetzt die Drohne starten. Weil wir brauchen eure Hilfe. Ihr müsst genau schauen, was in dieser Folge passiert und schreibt in die Kommentare und lasst ein Like da. Schaffen wir die 2000 Likes, Flexi, bist du bereit? Drohne starten. In 3, 2, 1. Die Drohne ist in der Luft, Leute. Und sicherheitshalber haben wir uns an Land zurückgezogen. Ihr könnt es sehen, Freunde, man, hier auf diesem Meer ist angeblich Sie, Ita und Bloop und El Gran Maya? Alle drei? Deshalb sind wir wieder zurück an Land gegangen, dass wir hundertprozentig sicher sind. In diesem Tretboot war es einfach viel zu unsicher, viel zu wackelig auf dem Wasser. Und wenn dann der Sie, Ita kommt, ihr werdet es nachher noch sehen, wenn wir ihn hier treffen, dann wird er uns aufessen, Flexi, Mann. Der ist so groß, der ist größer, angeblich größer als alle beiden anderen Fische wie Bloop und El Gran Maya. Und ihr wisst ja, wie groß El Gran Maya ist. Oh, nein! Da ist der Sie, Ita! Das ist der! Ihr seht den Sie, Ita. Hier ist der Sie, Ita, Freunde, Mann. Oh mein Gott! OMG, Flex, wie heftig ist es? Wir haben ihn live entdeckt. Hast du die Arme gesehen? Ey, und er ist wieder untergetaucht. Der läuft sozusagen durchs Wasser und sein Mund ist ein riesen... Was ist das? Wie so ein Tunnel? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, damit kann er alles aufessen. Er kann einfach Flexi. Damit alles schlucken. Ich muss dir danken. Danke, Flexi, dass du gesagt hast, dass wir an Land gehen sollen. Ich wollte erst auf dem Tretboot die Drohne fliegen. Aber Flexi hat gesagt, wir sollen auf Land gehen, Mann. Sicher ist sicher. Du hast gesehen, wie groß der ist. Der hätte uns mit dem Tretboot einfach verschlungen. Einfach geschluckt, gegessen. Das Krasse ist, in diesem See haben wir auch letztes El Gran Maya gesehen. Und jetzt ist hier auch noch Sea-Eater. Und wir haben Bloop gesehen dort. Alle drei in diesem See. Ich bin gespannt, was passiert, weil angeblich wird Sea-Eater Bloop und El Gran Maya immer angreifen. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Und die größte Frage ist, warum treffen sich alle drei Riesenmonster hier in diesem See? Wahrscheinlich ist der Sea-Eater der Aufpasser der Meere. Er heißt ja Sea-Eater. Er ist sozusagen den See oder den Ozean. Vielleicht ist das der Chef. Alter. Der Chef von allen anderen riesigen Fischen oder Riesenmonstern. Ihr habt es gesehen, da sind noch ein, zwei Leute auf dem Wasser hier auf dem See und paddeln mit ihrem Kajak oder Floß durch die Gegend. Die wissen doch gar nichts von dem Unglück. Die haben einfach nur Glück. Weil die haben wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, was da für Monster in dem ganzen See rumschwimmen. Stell dir mal vor, der Sea-Eater taucht vor denen auf und die sehen es direkt. Junge, Junge. Zu spät. Ich würde sagen, dann ist es einfach zu spät. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Diese Folge wird richtig, richtig spannend. Welcome to Was Wir! W-A-S-W-I-R. Jetzt in die Kommentare. Schreibt mal alle unseren Kanalnamen rein. Was Wir. Gerne mit Abstand. Was? Abstand Wir oder zusammen? Eigentlich zusammen, Freunde. Was Wir und die Hitze gehört dir. Und das Wasser auch, Flexi. Man, da vorne ist noch ein Segelschiff. Ihr seht es. Oh, mit einem roten Segel. Ja, finde ich cool. Finde ich auch cool. Weil aber die meisten Segel haben immer einen weißen. Der fährt auch Richtung Land, Mann. Ich glaube, der hat den... Wow! Nein, alle drei! Oder alle drei! Ah, nein! Oh mein Gott, Freunde, ihr habt es gesehen, Freunde, das Segelschiff ist einfach weg. Da war Bloop und El Gran Maya und Sita und Bloop hat das Segelschiff gegessen. Schmutzig. Alle drei auf einmal in einem... Ich wollte gerade sagen, wollten die zusammen kämpfen? Nein. Alle drei gegeneinander? Die wollten einfach nur dieses Segelschiff essen und ihr habt es gesehen, das Segelschiff ist weg, einfach gegessen. Wer am schnellsten das Segelschiff isst, das war die Challenge. Und ich glaube, Alter, ich weiß es nicht, es war glaube ich Bloop, oder? Hat's gewonnen? Ich glaube Bloop hat es gegessen. Bloop oder Sea-Eater? Nein, boah, ich weiß es nicht, die sahen ähnlich aus. Beide zu grau. El Gran Maya. Beide kamen von der Seite, ich glaube, es könnte Sea-Eater gewesen sein. Ey, ihr spurt zurück und schreibt es uns mal bitte. Leute, Mann, krass. Aber alle drei habe ich noch nie gesehen. Noch nie alle drei gleichzeitig im See, im Wasser. Mal aufzählen. Sea-Eater, Bloop und El Gran Maya. Es kann doch nicht sein, dass sie alle drei auch gleichzeitig erscheinen. Das Seeesser. Ah, nein! Das Sea-Eater! Oh mein Gott, da ist Sea-Eater! Das ist Sea-Eater! Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie der da durchs Wasser läuft und schwimmt und watschelt? Der sucht irgendjemand. Läuft er oder schwimmt er mit diesen Händen? Der passt auf, wie du sagst, der ist der Chef und der bewacht hier den See. Echt jetzt? Ja, natürlich, der Flex, ihr habt es gesehen. Ihr habt es auch gesehen. Der Wal. Aber was ist dann mit Bloop und El Gran Maya? Viel zu heiß, weil viel zu heftig, Freunde, weil ich weiß es nicht. Okay, flieg auf jeden Fall mal weiter.
Elkan Meyer und Bloop sind jetzt ein Team und Sea Eater nicht. Das heißt, Elkan Meyer versus Sea Eater. Und beide? Also 2 gegen 1? 2 gegen 1. Warum? Weil Sea Eater doppelt so groß ist? Voll der größte, ja. Und das Maul auch riesig ist. Wobei der älteste ist angeblich Elkan Meyer. Wisst ihr ja, in Spanien hat die nur 15. Jahrhundert was, oder? 15. Jahrhundert was, ja. Okay. Aber guck mal, wie hoch das da geht. Alter. Das sind die Berge vom See. Da könnten wir uns gut verstecken. Auf jeden Fall. Wären wir dort, wären wir noch sicherer, als wir jetzt auf dem Land sind. Und ihr seht, wie groß dieses See ist, dieser Meer. Was ist das, Mann? Ozeansee. Ozeansee? Ganz genau. Und ihr habt ja gesehen im Verhältnis, wie groß Elkan Meyer und wie groß der Sea Eater ist. Riesig. Wahnsinn. Ihr habt gesehen, Sea Eater ist noch mal größer als Bloop und noch mal größer als Elkan Meyer. Ohne Fernbedienung ist der Fisch oder das Monster und diese kleinen Finger sind Menschen. Guckt euch mal das im Verhältnis an. Nicht nur das, diese Fernbedienung und unsere Drohne ist eigentlich eine Ameise dagegen, wie groß diese 3 Fische sind. Wahnsinn. Monsterfische, Monsterhaie, ich habe keine Ahnung. Ich weiß Kreaturen. Auch nicht. Ich sehe nur, dass da auf dem See jetzt noch viel weniger Menschen sind als davor. Cayman, schau mal den Schatten an. Oh, im See. Du hast recht. Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen, Freunde? Da war ein Riesenschatten. Der war riesig. Ich zeige ihn euch nochmal. Warte, guck mal, wo ist er? Warte, warte, okay. Du siehst da den Anfang vom Schatten. Oh mein Gott, das könnte die Schwanzflosse sein. Alter, die Flosse. Junge, 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 Junge. Oh mein Gott. Oha, was geht da ab? Und diese Leute, Seifer. Leute, seht ihr das, Leute? Da schwimmen Leute drin. Und unter denen ist der Sea Eater oder Elkan Meyer oder Bloop. Du siehst doch den Schatten. Unter denen, Leute. Der schwimmt unter denen durch. Flex, ich muss näher fliegen. Leider können wir denen nicht helfen, Mann. Wir können ihnen nur ein Signal geben mit der Drohne. Oh mein Gott. 3 Leute schwimmen auf dem See. Schau mal hier, noch einer. Wow! Oh nein! Da kommt sie da! Oh mein Gott, sie ist er! Er ist vorbeigeschwommen, Gott sei Dank. Er ist vorbeigeschwommen, Alter, wie... Ey, ihr habt's gesehen. Dieser eine Surfer hier, der ist vor Schreck runtergefallen. Und in dem Moment kam Sea Eater. Aber da siehst du mal, was Sea Eater vorhatte. Jetzt weißt du ganz genau und ihr genau, was hatte Sea Eater vor? Der er wollte ihn essen. Wie krank ist das, Mann? Oh wie heftig. Gott, er hat ihn zum Glück nicht erwischt. Ihr müsst für dieses Video jetzt auf jeden Fall ein Like da lassen und diesen Kanal abonnieren, denn abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Es ist YouTube. Einfach abonnieren klicken und da würden wir uns riesig freuen. Abonnier jetzt bitte. Und am besten jetzt, jeder, der zuschaut, lasst einfach mal ein Like und da für die krasse Folge von Was Wir. Du hast recht, aber hier sind überall Schatten, Flexi. Der Große, der Große. Ihr seht auch den Schatten, oder, Freunde? Dann flieg mal hin, Cayman. Soll ich echt hinfliegen, Mann? Oh mein Gott. Alter, guck mal, der Schatten zieht sich über den ganzen See. Oh! Ich kann nicht mehr, Mann. Schatten. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Oh, hey, hey. Oh. Cayman, pass auf. Ich bin jetzt 2 Meter über dem Wasser, ihr seht es. Ich wollte gerade sagen, was passiert, wenn du die Drohne ins Wasser lenkst. Dann ist die Drohne weg. In diesem Fall wäre sie kaputt, weil unsere Unterwasserdrohne haben wir nicht mitgenommen dieses Mal. Da wäre die Drohne kaputt und wir hätten nicht eine einzige Aufnahme mehr. Schau mal, da sind noch 4 Segler oder 4 Surfer auf dem Wasser. 2 schwimmen schon Richtung Land. Es sind extra wenig Leute hier auf dem See. Warum? Weil die meisten wahrscheinlich Bescheid wissen, oder? Ja, Leute, ich glaube, die wollen mit der GoPro geile Aufnahmen machen. Vom See, oder das was? Das sind so wie Ghostbusters, so Geisterjäger, gehen die halt auf den See und gehen Monster jagen auf den die See. Die jagen Fische. Und die aber nicht normale, sondern Riesenfische. Schau, die fahren los, die fahren raus. Oh mein Gott, nein. Alter. Der weiß doch gar nicht, was da drin abgeht. Das ist doch egal. Elkan Meyer, Bloop. Der macht alles See für... Eater, alle 3 sind in diesem See. Ey, das ist viel zu heftig. Und die ganzen Autos, die flüchten. Schaut sich an. Einer fährt in die Richtung, der andere in die Richtung. Alle sind voller Panik. Dann wissen sie, was abgeht. Sie fahren alle wieder nach Hause. Meinst du? Natürlich. Wow. Oh nein. Das ist Elkan Meyer. Elkan Meyer. Flexi, das glaube ich jetzt nicht. Freunde, Spur zurück. Habt ihr das gesehen? Das war Sea Eater. Der Elkan Meyer wurde immer größer. Ja, aber ganz einfach. Der hat sich gerade die Drohne fast mitgenommen. Oh mein Gott. Dann kannst du dir mal vorstellen, wie groß und gefährlich Sea Eater ist. Sea Eater hat gerade Elkan Meyer aufgegessen. Elkan Meyer existiert nicht mehr jetzt, oder was? Und ich dachte, Elkan Meyer ist gefährlich. Aber was ist dann mit Sea Eater? Sea Eater ist ja übel krass. Ich habe den völlig unterschätzt. Der muss ja doppelt so groß sein wie Elkan Meyer. Gott, Leute, Mann, ihr habt es gesehen. Elkan Meyer ist jetzt weg in den Bauch. Was ist, wenn sich Elkan Meyer befreit aus dem Bauch? Echt, geht das? Weiß ich nicht.
Elka Meier ist doch nicht doof. Elka Meier würde doch nicht einfach so gefressen werden. Der kämpft natürlich weiter. Zum Glück sind wir an Land. Ich kann mir richtig vorstellen, warum sich keine anderen Menschen mehr an den See trauen. Ja, oder ins Wasser trauen. Stellt euch mal vor, ihr steht da draußen auf dem Straße oder oben auf dem Berg und ihr seht dieses Riesenmonster, ein anderes Monster essen. Was würdet ihr machen? Da würdest du doch nicht extra wirklich ins Wasser gehen. Kein da würde ich mich niemals trauen, mehr ins Wasser zu gehen. Nie mehr. Oder in den See oder irgendwo hin. Ey, krass, oder Alter. Ins Meer oder in den Ozean. Ich egal wohin. Vor, ich wäre ein Kind, Mann. Ich hätte Angst, wenn ich dieses Video schauen würde, Mann. Deshalb, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, Mann. Es ist super spannend. Ihr Zum seid Glück sicher. Sind wir mit der Drohne dort. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr hoch in der Luft sind und wir sind richtig sicher an Land. Und ihr braucht keine Angst haben, denn Elka Meier und Sea Eater und Blue befinden sich nur in diesem See. Wenn du jetzt natürlich auch hier Urlaub machst, hast du Pech. Ja, nur in diesem See. Bei allen anderen Gewässern oder im Meer gibt's das nicht, sondern in diesem See. Wir haben das extra für euch. Aktuell Flexi. Ja, das vielleicht schwimmen die raus, Freunde. Man schaltet nicht ab, wir suchen weiter, Leute. Du weißt ja nie, wo die alle hinschwimmen. Ich weiß nicht, guck mal. Sea Eater ist so groß, der kann auch ins Meer schwimmen. Hier haben wir letztes Mal, das war der Eingang von Bloop und Elka Meier, diese Seebank. Siehst du das? Oder war das vielleicht der Eingang von Sea Eater? Ich weiß nicht, aber diesmal kommt keiner rein und raus. Da sind wir nämlich rein und rausgeschwommen. Hier in diesen. Da siehst du es doch. Stimmt, da kommt keiner. Das ist nur ein einzelnes Boot. Das ist die Sandbank, Freunde. Da ist ein einzelnes Boot, dieses weiße Boot. Siehst du das? Aber da ist kein Sea Eater mehr. Okay, okay. Elka Meier gibt es auch nicht mehr. Was? Die Leute machen dort Urlaub? Ich glaube, die machen zu komplett falschen Zeitpunkt Urlaub, Mann. Das kann doch nicht sein. Die wissen wohl nicht, dass in diesem See Elka Meier, Blub und Sea Eater ist. Ey, vielleicht findet das Ganze auch nur in unseren Köpfen statt. Vielleicht sind wir ein Psychopathen. Das kann doch nicht sein. Die Drohne lügt nicht. Du siehst doch alles, was hier ist. Ihr seht es doch auch oder bilden wir uns das nur ein? Leute, wenn ihr das auch seht, deshalb lasst ein Like da. Bitte helft uns. Seht ihr das auch? Natürlich seht ihr das, oder? Ey, umso mehr Likes, umso mehr wissen wir, dass ihr das auch seht, was wir sehen. Hundertprozentig. Krass, Flexi, Mann. Ich glaube, ich bin der Mann. Ich bin 2000 Likes ist ja auf jeden Fall drin. Ja, auf jeden Fall. Safe, Mann. Im anderen Video hatten wir 8.000 bis 10.000. Das heißt, es ist wahr. Alles ist hier wahr. Natürlich! Wir würden doch die Drohne nicht auspacken und über den See fliegen, wenn da nichts passieren würde. Da hat jemand unser Tretboot vom Intro. Wenn ihr mal das Intro anschaut von dieser Folge, da hatten wir auch dieses rote Tretboot. Das haben wir doch gerade erst abgegeben. Oh, oh, das Blut! Oh nein! Das Blut! Pass auf! Was geht denn jetzt? Na, oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Der ist das Tretboot! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der hat das Tretboot und Blut gegen. Und Blut! Das Tretboot ist weg, Freunde! Das war unser Tretboot. Warte mal! Erst hat Sea Eater Elka Meier gegessen, jetzt hat Sea Eater Blub gegessen und noch das Tretboot. Und das Tretboot. Das war unser Boot. Aber wir waren nicht drauf natürlich, Mann. Natürlich nicht, weil wir an Land gegangen sind. Das hat sich jemand anders genommen. Leute, das wir haben das Boot abgegeben. Flexi, das hätten wir sein können, Mann. Das waren wir, aber wir sind ja zum Glück an Land. In nomine Patre, Mann, ich glaube es gar nicht. Alter, Leute. Alter, wie krass ist das? Wir haben einen Schutzengel, wir haben 1000 Schutzengel. Sea Eater hat sozusagen unser Boot und Blub gegessen. Und davor noch Elka Meier. Sea Eater versus Elka Meier, Mann. Oh, was ging jetzt ab? Okay, Flex, niemand ist mehr dort, oder? Zurück zu Land. Wir müssen sofort die Drohne zurück zum Land fliegen. Wir müssen, das kann doch nicht sein, oder? Der hat unser Boot gegessen. Unser Boot. Auf, die Straße, auf diesem Boot waren wir drauf. Leute, wir fliegen jetzt zurück zur Straße. Wow. Oh nein! Die kommen an Land! Nein! Alles klar, kommen an Land!